Willkommen Leute zu einem weiteren Video hier. Heute mal wieder eine Folge Minecraft Timeline. Und ja, wir sind jetzt auf der 1.11 mittlerweile. Und ja, ich dachte mir, dass wir heute ein bisschen was hier weitermachen. Wieder mal. Einige haben sich ja gewünscht, dass mal wieder Minecraft Timeline kommt oder gefragt. Und ja, hier ist eine neue Folge. Ja, da ja die Updates jetzt etwas öfter kommen in letzter Zeit von Minecraft, werde ich dann wohl auch hier die Serie etwas öfter bringen können. Und wir gucken einfach mal. Ich hatte ja vorgehabt, ursprünglich jetzt in dieser Folge mal ein bisschen loszugehen und hier mal nach einem Schneebiom zu suchen, wegen diesen Polarbären und Iglus und was es da alles schon seit mehreren Versionen jetzt Neues gibt. Muss ich mal gucken, ob wir da vielleicht was finden. Ich hatte aber auch noch einen anderen Einfall gehabt, was ich machen kann. Und zwar wollte ich eventuell mal... Achso, hier hat man nur noch Crab liegen, okay. Da kann ich ja lieber 64 Fäden mitnehmen als 15, ne? Also, ja. So, ich wollte mal ein bisschen... Ja, mich vielleicht aufs End vorbereiten oder so. Dass wir demnächst mal so einen Endkampf hier machen und vielleicht dort mal ein bisschen auch erkunden. Dass wir die Schalker-Boxen kriegen, die ja jetzt auch neu sind. Das wäre natürlich auch eine gute Idee, denke ich mal. Und vielleicht können wir das ja auch noch machen. Also ich weiß nicht. Müssen wir mal gucken. Ich gehe auf jeden Fall mal los. Es wird wieder eine längere Folge. Also allgemein Minecraft Timeline wird wahrscheinlich jetzt immer etwas länger gehen. So, wir sind ja hier bei 30.000, 30.000. Gut, hier mal 500 Blöcke weg bei beiden. Aber nun gut. Ist ja nicht so schlimm. Und ich dachte mir, wir gehen einfach mal in diese Richtung. Denn ich glaube, da können wir was finden. Ja, die letzte Folge Timeline, die so kam, da hatten wir ja eigentlich nur nochmal unsere alten Regionen angeguckt und sind nochmal drüber gegangen, über die ganze Map. Das war eigentlich auch ganz cool, sich das nochmal alles so anzusehen und nochmal zu sehen, wie es früher war. Ja, damals, als die Serie begonnen hat, das ist ja echt schon lange her und war auf jeden Fall eine ganz coole Zeit. So. Okay. Wir haben die ganzen Hühner schon Eier gelegt. Naja. So. Ja, und heute wollte ich dann eben auch mal wieder ein bisschen produktiv sein in der Folge, also nicht nur die alten Sachen zeigen, sondern auch mal wieder was Neues anfangen. Aber die letzte Folge hat sich dazu so gut geeignet, weil, keine Ahnung, das war halt einfach nur, ja, warum eigentlich? Ich weiß nicht, also ich habe einfach gedacht, komm, ich habe gerade eh nicht so viel zu tun, ich warte lieber auf die 1.11, weil es da noch ein paar neue Features gibt und reise dann erst rum. Und da zeige ich eben jetzt nochmal die alten Sachen, weil es war ja auch schon lange her und ich wollte mir das unbedingt nochmal angucken. Es ist sicherlich auch ganz cool, wenn man da nochmal ein Video drüber macht. Ja, und da gucken wir mal. Vielleicht kann ich hier mal die Schafe so ein bisschen noch angucken. Ne, die brauche ich eigentlich nicht, sondern... Na gut, warte mal, ich kann die echt mal scheren. Ich habe eh noch ein bisschen Wolle dabei. So. Da gucken wir mal. Ja, also es kommt natürlich jetzt drauf an, ob wir Glück haben oder nicht, ne? Ich weiß es nicht. Werden wir was finden oder nicht? Waren wir überhaupt schon im End? Ich glaube, ich habe schon mal diese Endfestung gesucht. Ich habe ja auch schon hier Enderaugen. Oder ich habe mir die nur gecraftet, weil ich das mal machen wollte. Hm. Blaze Rods habe ich auch noch dabei. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich hatte noch Blaze Rods in irgendeiner anderen Truhe. Irgendwo. Ich weiß nicht mehr wo. So, dann bin ich ja mal gespannt, wie lange die heutige Folge wird. Vielleicht wieder so 35 Minuten oder sowas in der Drehe. Eine gute halbe Stunde. Mal gucken. So, ich nehme jetzt erstmal die Kohle mit, weil wir haben ja noch ein bisschen Platz. So, warte. Okay, gut. Da haben wir auch noch Schweine. Hm, ich muss auch irgendwann mal gucken, dass ich wieder Essen krieg. Warte mal, das hat... Nee, das hat leider keinen... Fire-Aspekt, sonst hätte ich schön die Tiere oder die Tiere töten können und gleich gegrilltes Fleisch haben können. Aber das kann ich auch mit einem Feuerzeug machen. Vielleicht. Muss ich mal gucken. So. Ich glaube, hier sind wir schon mal lang gegangen, ne? Habe ich gerade nur in dem Block erkannt. Ne, kann aber wirklich sein, weil ich kann mich noch schwach erinnern, durch so einen Tiger mal gelaufen zu sein. Ich weiß nur nicht mehr, ob es wirklich bei Timeline war oder irgendwo anders. Vielleicht, nee, ich glaube, ich verwechsel das gerade mit Sky Island damals. Stimmt. Da sind wir am Ende ja auch durch so einen Tiger gelaufen. Alter, jetzt bin ich fast gestorben, einfach mal. Achso, ich habe ja Essen hier, nicht in der Offhand. Ja, keine Ahnung. Also in Sky Island, das war ja auch so krass dann am Ende, wo wir dann einfach uns auf die andere Insel irgendwie
gebaut haben oder wie. Ich weiß gar nicht mehr. Und dann... Nee, durchs Portal, durch den Nether sind wir gegangen. Stimmt. Und dann sind wir nämlich durch so einen Tiger gelaufen. Das war auch ganz geil eigentlich. So, ich gehe nochmal hier oben auf diesen Berg. Vielleicht finden wir da irgendwie was Cooles. Na? Ich weiß ja nicht. Ich hätte gerne ein Schneebiom mal. Ich meine, die sind ja auch ziemlich selten, das weiß ich. Aber man kann ja mal Glück haben, weißt du? Das wäre natürlich jetzt schön. So, da gehe ich mal hier lang. Ah, hier ist überall nur Wald, ey. Das ist richtig nervig. So, da ist wieder so ein schwebender Block, den kein Mensch braucht. Naja, wie sieht's mit den Koordinaten aus? Oh, wir laufen wieder Richtung Spawn, wie ich sehe. Aber in der anderen Richtung war sowieso auch Ozean. Das heißt, da wäre es jetzt eh nicht so praktisch gewesen, lang zu gehen. Und hier ist auch Ozean. Na super, ey. Richtig scheiße wieder. So. Naja, vielleicht finden wir hier ja was auf der Seite des, der Land, des Land. Ach man, ich kann schon wieder nicht mehr reden. Oh man, naja, ich habe auch eine harte Woche hinter und vor mir. Ziemlich viel Stress. Ich habe nur jetzt mal viel Zeit, weil ich heute Ausfall habe. Ich habe heute nur 2 Stunden gehabt in der Schule. Richtig geil, und da kann ich jetzt ein bisschen aufnehmen. Und, ja, vorhin noch so spontan erfahren. Ach ja, die anderen 2 Stunden haben auch Ausfall. Also eigentlich hätte ich nur 2 Stunden, nicht 4 Stunden Ausfall gehabt heute. Aber nun gut, nehme ich auf jeden Fall so an. Man muss ja auch mal Glück haben. Sonst, wenn ich immer so gucke, da haben immer alle anderen Ausfall außer unsere Klasse. So, und das ist halt immer scheiße. Oder unser Kurs. So. Ja, ich bräuchte mal ein Bett, aber da gut, da habe ich natürlich jetzt genug dabei. Warte mal, so. Das ist die 8. Zack. Okay, kleines Bett hier. Und da schlafe ich mal. Oh, warte mal. Ich habe jetzt natürlich Angst, weil das war auch im anderen Let's Play wieder so. Also im normalen Let's Play. Da habe ich mich auch hingelegt und konnte wieder nicht aufstehen. Ich hasse das einfach nur. Das ist richtig dumm einfach nur. Das liegt auch nicht am Ort, wo ich schlafen gehe, sondern das liegt wirklich daran... Es liegt wirklich irgendwie an der Welt oder so. Ich weiß es nicht. Vor allem, warum habe ich diese scheiß Eichentüren dabei? Die braucht kein Mensch. Nehme ich mir lieber eine Workbench mit, aber wirklich mal. So. Okay. So, da gehe ich mal hier lang. Habe ich eigentlich Essen? Warte mal hier. Okay. Dann, ja, mal sehen, was es hier noch so zu sehen gibt in dieser Region. Gucken wir einfach mal. Oh, eine Schlucht. Alter. Soll ich da rein? Hätte ich eigentlich gerade Bock. Aber, na gut, ich habe eh keinen Platz. Habe ich ja eigentlich noch was in der Ender Chest? Da muss ich gleich mal gucken. So. Ja, nee, da baue ich mich jetzt nicht rüber, Alter. Manchmal habe ich auch so richtig dumme Ideen, ne? Ich weiß auch nicht. Ich bin auch gerade wieder ein bisschen abgelenkt, tut mir leid. Weil hier, ich glaube, ich muss gleich einen Cut machen. Und das nervt mich schon wieder. So. Ja, da haben wir jetzt natürlich nur Ozean, dann... Ach, Mann. Ey, ganz ehrlich, ich würde jetzt eigentlich am liebsten hier drüber fliegen und einfach, so, mal gucken, weil das geht wesentlich schneller. So, dann muss ich jetzt wirklich einen Cut machen. Naja, auf jeden Fall jetzt gucke ich mal hier, wo ich was machen kann. Oder, ja, wo ich jetzt, oder was wir machen. Ich hatte ja gerade gesagt, dass ich vielleicht in Game Mode gehen will. Ich weiß es nicht. Also, ich bin mir jetzt auch unschlüssig. Oh, Creeper. Also, ich hätte eigentlich nichts dagegen, wirklich, wenn wir jetzt einfach mal abheben, weil... Ich habe jetzt auch, es bringt jetzt auch nichts, hier irgendwie ewig rumzusuchen. Ich will ja eigentlich nur so ein bisschen die Neuerungen zeigen und das dauert mir jetzt hier einfach zu lange. Ich gehe mal kurz in Game Mode 1. Ich werde mir natürlich keine Items cheaten. Oh, da haben wir auch schon ein Dorf. Ja, warte, da können wir natürlich mal vorbeigucken gerade. Das ist natürlich gut. Oh, scheint auch gar nicht so klein zu sein. Okay. Haben wir, ah ja, eine Schmiede ist auch dabei. Da kann ich ja mal kurz reingucken.
So, ach du Scheiße, hier. Das ist auf jeden Fall schon ein neues generiertes Dorf, weil so werden die Items in den alten Versionen noch nicht angeordnet. Ja, dann gucke ich mal. Gehe ich mal wieder in den Game Mode 0. Lol. Wieso gehe ich hier... Ach so, okay, ist eine Treppe. Ich dachte schon, ich gehe da automatisch hoch, weil ich, nichts kann. Nee, weil ich wieder Autojump anhabe oder so. Aber nee. Gut, kann man noch irgendwas reintun hier? Ich weiß ja nicht. Irgendein Item? Nee. Sieht nicht so aus. So, Alter, 9 Obsidian. Das ist ja richtig geil. Eine Spitzhacke. Ja, da kann ich die Item mal hier lassen. Eisen. Gold. Kann man diese Rüstung nicht jetzt eigentlich auch zu Goldnugget brennen? Ah nee, es geht das in der 1.11.2. Ich bin ja noch in der 1.11. Stimmt. Okay. Sand. Soll ich den Sand hier drin lassen? Ich weiß gar nicht. Ich würde ja gerne noch was raustun. Hm. Vor allem, warum habe ich 2 Zuckerrohr einfach? Ey, das ist so richtig unnötig eigentlich, oder? So, und hier die 3 Erde. Ja, komm, die tue ich jetzt auch mal raus. Die brauchen wir auch nicht. So, Steinziegel. Hier die Eier brauchen wir auch nicht, ganz ehrlich. Ohne Witz, also manchmal hat man echt so richtig sinnloses Zeug dabei nur. So, da kann ich nämlich jetzt noch die Ender-Chest einsammeln. So, mit der Behutsamkeit, Spitzhacke natürlich. Genau, und dann gucken wir mal. Ach du Scheiße, hat mich gerade voll erschreckt. Naja. Ich gehe dann mal hier in die Richtung noch weiter, oder beziehungsweise, ja, ich weiß jetzt nicht. Wir müssen halt gucken, und wenn hier ein Ozean ist, oh Mann, natürlich ist ja einer, dann würde ich gerne im Game Mode drüber fliegen oder so, weil das bringt sonst echt nichts. Oder soll ich in die Richtung mal fliegen? Na, ich guck mal da. Weil da sieht's irgendwie vielversprechender aus. Meiner Meinung nach. Naja, einfach mal schauen. Das Problem an dem Rechner, wo ich hier gerade bin, da werden die Chunks immer so kacke nachgeladen, wenn man im Game Mode irgendwo drüber fliegt. Ja, das sieht man ja schon hier. Das geht überhaupt nicht. Alter, guckt euch das mal an. Das ist einfach so richtig scheiße. Guck mal hier, da flackert alles und keine Ahnung. Das ist ja richtig verbuggt. So, warte, da muss ich nämlich immer F3 und A ständig machen. Dann geht's wieder. Das hatte ich auch in Minecraft Explore auf Igits. Da habe ich ja auch mal diese Serie gemacht und bin auch immer im Gamer drüber geflogen. Und da hat das auch die ganze Zeit so richtig scheiße nachgeladen. Sodass ich eigentlich gar nichts damit anfangen konnte. Ja, toll. Ist natürlich dann nicht schön für ein Video, sag ich mal. So. Ja, da haben wir noch einen Stiefel. Aber ansonsten nichts mehr. Hä? Oh Mann, das ist echt scheiße gerade hier, ne? Guck dich das mal an. Das gibt's doch nicht. Ich sehe überhaupt nichts, was hier überhaupt ist. Keine Ahnung. Hallo? Warum geht das denn nicht, ey? Vor allem in der 1.9, gell? Wurde das richtig verschnellert eigentlich im Vergleich zu vorher, das Chunkladen. Bei anderen YouTubern, da siehst du manchmal, da laden die Chunks in einer Millisekunde so. Und zwar bis zur Render-Distanz hoch und keine Ahnung, hier ist es, dauert es einfach ewig. Das ist ja schlimmer als bei der 1.8. Ich glaube, früher hat das ja besser funktioniert. Ich weiß nicht. So. Ach Leute, das sieht ja auch geil aus hier. Ey yo. Übelst nice. Also ich finde ja den Seed irgendwie auch geil hier von der Welt. Also vor allem am Anfang, wo wir auch ja in der Alpha gestartet haben. Die Startregion, die sieht eigentlich auch ziemlich cool aus. Aber gut, ist halt so eine Alpha-Welt, ne? Das sieht eigentlich das immer schön aus. Na gut, nee, das nehme ich jetzt nicht als Thumbnail. Aber ist eigentlich ziemlich geil. Hier könnte man irgendwas bauen, ne? Irgendwie so, dass man da unten so einen Glasstieg macht oder so. Das wäre eigentlich geil. Aber hier ist halt sonst nichts in der Umgebung. Das ist halt das Problem. Könnte man hier so Glas hinmachen, dass man da immer so drüber läuft. Oder hier auch noch Glas halt. Naja. Aber leider haben wir hier nur so irgendwelche langweiligen Biome in der Umgebung. Deswegen kann ich hier nichts bauen. Oder will ich hier nichts bauen. Und wir gehen woanders hin. Hier ist auch nochmal so eine... Na gut, eine Höhle ist das nur. Ich dachte nochmal eine Schlucht. So, da haben wir nochmal Zuckerrohr auch. Komm, das nehme ich nochmal mit. Soll ich das... Ah ne, warte, ich gehe kurz in Game Mode 0. Dann kann ich so mitnehmen.
Hä? Lol. Konnte es gerade irgendwie nicht einsammeln aus irgendeinem Grund. Na gut. Ich glaube, ich muss gleich schon wieder cutten. Ich hasse es. Aber wir werden es sehen. Das Ding ist immer, wenn ich das sage, dann klingelt das Telefon. Und ja, ich weiß noch nicht, ob es für mich ist. Das ist immer so das Ding. Deswegen nicht wundern, wenn ich das immer sage, so, ne? Okay. Ach man, ey, da muss ich wieder so viel schneiden. Ich hasse das wirklich. Also, schneiden ist wirklich in letzter Zeit nicht mehr meine Lieblingsaufgabe. Allgemein. Da habe ich echt keinen Bock mehr drauf. Ich will irgendwie immer, dass die Videos sich von alleine schneiden, ey. Es dauert halt immer so unnötig und keine Ahnung. Vor allem, wenn du dann solche Videos wie heute hast. Ach man. So. Das Problem ist halt auch immer, wenn man Zeit hätte zum Schneiden, dann würde es einem ja auch Spaß machen, aber ich habe halt keine Zeit. Ich stehe dann immer so unter Druck und keine Ahnung. Da kann man da keinen Spaß dran haben. So, gehe ich nochmal in Game Mode 1. Wir können nochmal in Game Mode 3 gehen. Aber ich glaube, das macht die Sache nicht besser mit dem Chunkladen. Ah ja, gucken wir mal hier. Ich trinke mal was. Mhm. Was haben wir hier? Ja gut, sind nur Extreme Hills. Aber man, ich will echt mal ein Schneebiom haben. Vor allem die Map wird unnötig groß. Von der Dateigröße her. Also die Welt. Und keine Ahnung. Da habe ich jetzt auch nicht so Bock drauf. Also ich hätte eigentlich gerne nur eine relativ kleine Welt. Gut, ich weiß, wir haben ja allgemein schon sehr viel erkundet. Aber trotzdem hätte ich gerne so eine Welt, die nicht irgendwie 1 GB groß wird oder sowas. Das wäre halt blöd, ne? So. Ich weiß auch halt gar nicht, wo ich jetzt das schon alles erkundet habe hier in der Welt und wo nicht. Hm. By the way, hatten wir eigentlich in der letzten Folge Timeline auch die KST Beats Musik drin oder war da was anderes? Das weiß ich gar nicht mehr, um ehrlich zu sein. Aber eigentlich, ich glaube schon, ne? Also KST Beats kann ich mich eigentlich erinnern. Hatte ich ja in letzter Zeit eigentlich ziemlich oft verwendet. Oh, lol, jetzt haben wir hier, oh, ein neues Dorf. Eigentlich müsste das schon so ein Wiesendorf sein, aber es hat noch als Tigerdorf gezählt und, ja, nice. Das ist mal eine Neuerung jetzt, seit der 1.10 gibt es die ja, ne? Genau. Sieht doch ziemlich cool aus. So, da gucke ich nochmal in die Schmiede natürlich. Oh, Brot nochmal, Gold, Äpfel, okay, warte mal. Stelle ich jetzt hier wieder, wie beim letzten Mal, die Enderchest hin und... Lol, die Enderchest leuchtet? Das wusste ich noch gar nicht. Naja, ich schlafe erstmal hier. Toll, ich kann doch nicht pennen. Na komm, bevor jemand reinkommt. Lol, ist da ein Villager jetzt? Ah nee, das ist das Schild, ach so. Ich dachte, das ist ein Villager jetzt da. Aber nee. Gut. Ah ja, Äpfel wollte ich gucken. Habe ich aber überhaupt nicht. Also, da, das sieht ja echt schlecht aus. So, warte mal hier, das wollte ich da hin haben. Hm. Ja, ich weiß nicht. Rüstung kann man sicherlich gebrauchen. Naja, so toll ist das jetzt nichts hier. Nicht hier. Dann nehme ich eben meine Chest wieder mit und da steht wirklich ein Villager, ne? Lol. So, noch was? Gibt's auch diese Fichtentüren? Die gehen jetzt auch mal zur anderen Seite auf, okay. Ach lol. Was ist denn das für ein Garten, ey? So ein Zaun und dann erstmal 3 Meter Dreck. Richtig gut. So. Okay, hier gehen auch die Wege noch in den Wald hinein. Finde ich eigentlich ganz geil, wie das so generiert wird. Muss ich ja sagen. Ich gehe mal in Game Mode 3, genau. So. Ja, nicht schlecht. Vielleicht geht's im Game Mode 3 etwas besser mit dem Nachladen. Ich weiß es nicht genau. Aber ich glaube nicht. Sieht immer nur am Anfang so aus, als ob es besser geht. Aber jetzt sieht man wieder, wie langsam das ist. Ja. So, wir sind bei 30.000, 28.000, naja. So ein richtiges Schneebiom scheinen wir in der Welt hier gar nicht zu haben, hä? Huh? Das
wäre halt mal cool gewesen wegen den Polarbären. Um das mal zu zeigen. So. Ja, hier haben wir wieder so Extreme Hits, ne? Ich weiß jetzt nicht. Also ich glaube, jetzt wäre es vielleicht sinnvoll, an dieser Stelle mal umzuschwenken. Und, dass wir vielleicht jetzt mal gucken. Oh, jetzt geht's aber schnell mit dem Nachladen. Guck mal. Aha. Ah gut, jetzt waren noch nicht so viele Bäume. Jetzt waren nur Extreme Hits. Ich glaube, dann geht's allgemein immer schneller. Jetzt hier sehen wir schon wieder die Bugs, die auftreten. Oder liegt's doch am Spectator Mode? Ich weiß nicht. Nee, jetzt geht's auch wieder langsam. Naja, es ist wirklich... immer... Es ist kein Genuss. So, ich flieg mal wieder zu den Koordinaten entsprechend. Oh, hier ist ja noch ein Dorf. Als ob. Lol, wie viele hier schon wieder sind. Das ist auf jeden Fall ziemlich geil, dass jetzt Dörfer auch in mehreren verschiedenen Biomen generiert werden. Ich weiß gar nicht, ob es die auch in Dschungelbiomen gibt. Das wäre natürlich auch cool. Könnte man ja auch machen mit so Dschungelholz. Aber ich glaube, dann wären die zu zerpflückt und zu weit auf den Bäumen dann. Ich glaube, das kann man nicht so einfach realisieren. Einfach. Naja. Hier nochmal Gras auf dem Sand. Ist auch mal interessant. So. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich glaube, bei der ersten Koordinate waren wir bei 31.000, ne, bei 30.500 und 28, nee, 29.500, ne? Also dahin ungefähr. Da sind wir ja gar nicht mehr so weit weg jetzt. Hätte ich nicht gedacht, dass wir so weit in der Nähe jetzt schon das erste neu generierte Dorf haben. Ich dachte eigentlich, wir haben ja doch schon ein bisschen erkundet, aber anscheinend nicht. So, da müssen wir noch hin. Ich flieg mal jetzt hier so im Quadrat oder im Dingens, wisst ihr schon. So, hier ist auch schon der Sumpf. Okay, ah ja, da ist die Stelle, wo hier dieses komische Zeug war, das habe ich mir gemerkt. Also ist hier vorne unsere Base. Ja, toll. Wir finden immer wieder hierher zurück. Naja, soll ich mal den Enderdrachen klatschen? Ich weiß halt nicht, wo jetzt das End ist. Ich glaube, ich hatte es schon mal gesucht oder so. Boah, Alter, ich weiß es halt auch echt nicht mehr, ne? Aber ich würde vielleicht auch mal gerne ins zweite End gehen. Ich weiß halt jetzt nicht, was macht Sinn. Wir haben halt hier schon so viel erkundet, hier ist nichts in der Gegend, das ist halt schlecht. Vielleicht gehen wir noch mal im Nether weiter. Vielleicht haben wir da mehr Chancen, ich weiß es nicht. Was jetzt das Beste ist. Haben wir noch irgendwo... Ne, Blöcke haben wir nicht mehr. Also hier Diamanten. Nee, Obsidian meine ich ja. Warte mal, ich guck mal hier in der Schlucht, ob da Lava ist, zufällig. Ja, da ist Lava, lol. Da haben wir ja mal Glück gehabt. Dann hole ich mir mal einen Eimer. Ich glaube, wir haben 8 Eimer in der einen Kiste. In der hier? Ja, genau, da waren 8 Eimer einfach mal. So, da können wir nämlich hier mal... Oh, das ist ein Enderman. So, da können wir hier mal ein MLG machen. Oh, perfekt. So macht man das, ey. Okay, warte. Ah, warte mal. So, da haben wir einen Obsidian noch. Und den können wir nämlich gut gebrauchen. Denn dieser wird uns ein weiteres Netherportal bescheren im Nether. Was wir uns jetzt einfach mal bauen, ne? So. Okay, dann kletter ich mal die Wand so ein bisschen hier hoch. Hey, lol. Mann. Immer dieser scheiß Bug mit dem Wassereimer. Wir müssen es auch mal fixen, diesen Anzeigefehler da. Dass man manchmal einen leeren Eimer im Inventar hat, aber der doch noch voll ist. Und keine Ahnung, das ist halt manchmal ziemlich komisch. So. Okay, Essen brauche ich mal. Und ja, dann gehe ich mal in den Nether. Soll ich hier ein Netherportal bauen? Ja doch, komm. Das mache ich mal. Oder habe ich das schon? Weiß gar nicht, habe ich hier schon ein Netherportal gebaut? Ich glaube, ich hatte mich ja damals hierher teleportiert. Ich will jetzt hier eigentlich kein Netherportal bauen. Das wäre eigentlich auch klug, weil dann bräuchte ich
nur von da aus im Nether weitergehen und nicht vom Spawn. Wenn ich jetzt wieder zurück zum Spawn gehe, ist es halt auch doof, ne? Ja, kann ich mehr aufsammeln. Ah, warte, ich setze es mal einen daneben. Ich bin heute wählerisch. Ich weiß, wir haben jetzt einen Block zu wenig. Den muss ich dann noch hier kurz rausreißen. Aber wir haben ja zum Glück eine gute Spitzhacke, ne? Da geht das ja. So, haben wir wieder unsere drei Erdblöcke hier. So. Oh Mann, raus damit. Dann nehme ich natürlich noch meine Ender-Chest mit. So. Ja, und dann gehen wir mal ins Dingens, ne? Ach so, jetzt weiß ich, wofür ich mein Ender-Auge verbraucht habe. Für die Ender-Chest, stimmt. Ah, da wird mir einiges klar, ne? Naja. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Scheint auf jeden Fall eine neue Region zu sein, wenn das so lange zum Laden braucht. Hm. So, warte. Lol. Jetzt einfach Standbild. Okay. Ah, ich bin in der Festung. Aha. Warte mal, da brauche ich mal eine Fackel oder so. Ah, Knöpfe bestimmt. So. Ah, jetzt wurden die Rüstungen erst wieder angezeigt. Siehst du mal. Oh. Hä, als ob ich nur noch so wenig Kohle habe. Ich hatte doch mehr. Oder habe ich die rausgetan? Ja, nochmal ein Feuerzeug. Okay. Brauche ich aber gerade nicht. Hm. Oh, hier ist da auch noch eine Kiste. Lol. Soll ich das Gold mal mitnehmen? Hätte ich eigentlich langsam Bock drauf. So, dann grabe ich mich vielleicht hier einfach mal rein. Aber wir bräuchten jetzt noch mehr Lava, ne? Das ist das Problem. Ah, Mann. So, und vielleicht finden wir dann in der nächsten Folge eine neue, oder irgendwie so neue Biome oder was. Weil ins End so ein Enderdrachen legen, das wäre natürlich auch cool für Schalkerboxen, aber ich glaube nicht, dass wir das schaffen. Es dauert halt auch ziemlich lange. Und, da müsste ich mich auch noch weiter vorbereiten und Tränke brauen und was weiß ich. Dann habe ich jetzt auch nicht unbedingt Bock drauf, ne? So, ach du Scheiße, lol. Was ist hier? Okay, die Lava, die fließt aber noch, wie ich sehe. Die ist noch nicht unten angekommen, das heißt, ist auf jeden Fall noch sehr neu. Hier sehen wir jetzt auch die Magma-Blöcke nochmal. Das ist natürlich auch interessant, die haben wir auch noch nicht. So, und jetzt muss ich mal gucken, wie ich hier runterkomme. Moment mal. Jetzt mach ich mal was Gefährliches. Ein Bett im Nether aufstellen. Da darf ich mich jetzt natürlich... genau. Da darf ich mich natürlich jetzt nicht reinlegen. Aber das habe ich auch gar nicht vor, denn ich brauche nur einen freien Platz. So, Moment, Alter. Yo. Das ist ja überhaupt nicht gefährlich. Scheiße. Müssen wir einen Kessel-MLG machen. Wenn wir da runterfallen. Ich habe gar keinen Kessel dabei. Schnell Kessel setzen, dann noch Wassereimer rein und dann noch da reinspringen. Wer das schafft, der ist richtiger Pro. So. Ah, gleich habe ich keine Blöcke mehr, wo ich ansetzen kann. Aber weißt du, was ich jetzt mache? Weißt du, was ich jetzt mache? Game Mode 1. Dann zähle ich einfach die Blöcke. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und die schmeiß ich ja dann weg. 7, 8, 9, 10. Ja, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. 16, 18, 20. Mann, immer falsch. 32, 34. So. 44. Na gut, die kommen. Ich werfe einfach alle weg. So. Dann sind wir jetzt unten, ne, theoretisch. Ich habe jetzt ja einfach keinen Bock zu sterben. Das ist mir jetzt wirklich zu doof. So. Feuer kommt mal weg. Ich hoffe, es kommt nicht gleich ein Gas, der wieder alles anmacht. Ich will nämlich gern die Fackeln hier sehen, ne? Auch von Weitem. So, hier haben wir dann nochmal sowas. Da hole ich mir nochmal neue Netherrack. So, die kann ich auf jeden Fall gut gebrauchen. So, warte mal.
Hilfe! Ach, Alter, wie ich mich erschreckt hab. Yo, scheiße. Jetzt bräuchte ich einen Goldapfel, aber warte mal. Ich esse einfach was. Ich hoffe, ich kann gegenheilen. Boah, hoffentlich sterbe ich jetzt nicht. Ich habe viel zu lange in der Lava gesessen. Ah gut, das geht jetzt. Alter. Das war wieder knapp. Vor allem, wie ich mich erschreckt habe, ey. Oh Mann. Das war wieder legendär. So, warte mal. Ich muss das Essen mal hier behalten, ey. Unbedingt. So, soll ich mal ein bisschen Level farmen? Wer weiß, wie lange mir das was bringt. Wenn ich dann eh wieder durch irgendwas sterbe. Ach nee. Sind doch jetzt nicht auf mich aggressiv, hä? Wo ist er? Boah, ich hasse die, ne? Die Scheißgas. In letzter Zeit gehen die mal so auf den Sack. Ey, die einfach alles zerbomben. So, weg. Mann. Schlimm. Vor allem jetzt brenne ich schon wieder. Im Nether brennt man einfach länger. Boah, ich bin so gewöhnt, diese scheiß Essen auf der Offhand zu haben, ne? Da gehe ich immer auf eine Schaufel oder so, dass ich essen kann. So. Ja. Was machen wir da jetzt? Das ist natürlich die Frage. Soll ich hier mir ein Netherportal... Ah, ich habe ja nichts mehr. Scheiße, Alter. Ich muss ja nochmal zurück. Ich brauche erstmal Obsidian. Oder soll ich jetzt ja einfach so einen Portalblock setzen? Ja, komm, das mache ich jetzt auch. Ich habe einfach keinen Bock hier zu farmen, weil wir haben so selten mal eine Folge und da will ich dann auch was schaffen. Weißt du, das ist halt das Problem. Früher hatten wir ja öfter Folgen, da konnten wir das noch machen, mal eben. Aber jetzt ist es halt einfach sehr, sehr schwierig geworden. So, hoch. Okay. Ja, dann kann ich ja hier mal Fackel noch aufstellen, dass wir sehen, dass wir hier lang sind. Vielleicht hier so durch. Ach, scheiße, Alter, hier brennt schon wieder alles einfach nur. So. Alter, hier ist schon wieder ein Chicken. Gibt's doch nicht. Naja, ist halt immer bei diesen Baby-Zombie-Pigmen, wenn die dann als Chicken-Jockey spawnen. So. Okay, dann gehen wir mal hier rein. Ja, da gehe ich vielleicht nochmal hier runter. So, da haben wir auch gleich eine Farm für Magma-Blöcke, wenn wir das wollen. Und mal sehen, wo ich rauskomme jetzt. Ich bilde mir ein, wenn ich jetzt relativ weit unten ein Portal hinsetze, dass wir dann vielleicht auch nicht über den Ozean unbedingt spawnen oder so. Alter, hier ist einfach Glowstone unten. Ist ja auch geil. So. Dann jetzt, Set-Block. Man kriegt es ja leider nicht mehr ins Inventar, also über Gift, früher ging das ja. Set-Block. Den scheiß Koordinaten hier wieder, Portal. So, ist ja richtig. Wollen wir den so lassen? Ich weiß ja nicht, da dürfen wir jetzt hier keinen Block-Update an der Seite machen. Sonst geht er, glaube ich, weg. Alter, warum ist denn der so? Hä, früher waren die aber dicker, also wurde das auch besser dargestellt als jetzt. Naja, vielleicht hat es performance-technische Gründe. So, jetzt habe ich erstmal wieder einen Pilz dabei, da wird mir natürlich viel bringen. Ach man. So. Ja, na toll, jetzt bin ich wieder in der Schlucht. Super. So, und wo sind wir jetzt hier oben? Also, was ist jetzt oben? Na toll, wieder ein Ozean. Wie ich es gesagt habe, ey. Ohne Witz. So richtig scheiße einfach mal. Welche Koordinaten? Ach, hier waren wir, glaube ich, eh schon. 31.000. Ja, hätte man gar nicht machen müssen jetzt. Das war wieder voll unnötig. Ich weiß halt auch nicht mal wohin, ne? Vielleicht sollten wir es einfach so machen, dass wir uns zu 60.000 teleportieren und von da aus nochmal suchen. Ich glaube, das wäre echt das Beste. Soll ich das mal machen? Das wäre, glaube ich, echt gut. Dann gehe ich halt nochmal hier durch. So. Okay. So, warte. Nein, 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 nein. Nein. Als ob. Nee. Wo bin ich jetzt?
Ja. Ey. Was soll die Scheiße? Och, Mann, ey. Ey, das ist ja richtig scheiße gerade. Huch. Nein. So. War ich schon wieder im Ozean, ey. Die wollen mich doch verarschen. Ist ja die ganze Welt aus Ozean. Das gibt's doch nicht. Ich hab mich gerade random irgendwo hin teleportiert aus Versehen und schon wieder ein Ozean. Alter, das gibt's doch gar nicht. So, wo müssen wir hin? Irgendwo hier muss da jetzt mein Zuhause sein. Ah ja, da. Scheiße, Alter. So, jetzt müssen wir nochmal dahin fliegen. So eine Rotze, Alter, ganz ehrlich. Ich hoffe, ich krieg meine Items jetzt wieder. So. Toll, hier ist eine Axt. Die ist noch durchgefallen dann. Warum bin ich jetzt? Warum brenne ich jetzt? Wo bin ich? Sind jetzt ja alle Sachen weg oder was? Ne, hier liegt das meiste. Zum Glück. Ich hoffe, da ist auch alles. Game Mode 0. Wow, Hälfte ist weg. Geil. Ja, ja, komm, jetzt nerv mich nicht hier. Ganz ehrlich. Kotz deinen ja an. Weg, Mann. Scheiß Zombie. Ich hatte 25 Level, Alter. Wo sind denn meine Level eigentlich? Warte mal. Ach, das ist wieder eine richtig beschissene Folge. Wir haben wieder nichts geschafft. Nichts Gutes gefunden. Wieder richtig scheiße einfach alles. Ich hasse es. Oh Mann, ey, das kotzt mich an. Ich teleportiere mich aber jetzt noch in der Oberwelt. Ich gucke jetzt nur noch mal hier in Nether, ob hier noch was liegt. Wow, hier liegt noch Netherrack. Er wird mir richtig helfen. Toll, ey. Jetzt habe ich wieder gar nichts. Jetzt einfach alles weg hier an Lava, weißt du? So instant. Ah, ne, hier ist es ja, stimmt. Ah, hier, Leute, hier sind die Level noch. Warte mal, vielleicht finde ich meine Sachen doch wieder. Ich guck nochmal in im Game Mode 3. Wo bin ich denn gestorben? Warum bin ich überhaupt gestorben? Ich muss doch im Portal spawnen und nirgendwo anders. Vielleicht liegt hier noch was. Irgendwelche Items noch? Ja. Weiß ja nicht. Komm, lass mich mal an die Oberfläche so. Als ob da einfach so vier Schafe auf dieser winzigen Insel sind. So, warte. Jetzt darf ich hier nicht die Orientierung verlieren. Hey, warum ist denn hier Wasser mitten in der Wand? Verstehe ich auch nicht. Ach so, das hat bestimmt dafür gesorgt, dass hier Stein entstanden ist und weil Lava drauf geflossen ist. Ach so. Ja. Dann. Warte mal, dann mache ich mal folgendes: F3 und N. TP. 60.000. 120. 60. 000. So. Wow. Ozean. Alter, was für eine Überraschung. Hat mir noch nie. Geil, Dankeschön. Ey, ohne Witz, das ist einfach nur richtig scheiße gerade alles.
So, ich brauche noch ein Thumbnail. Nehme ich mal hier die aufgehende Sonne, ja. So. Haben wir hier irgendwo mal ein Schneebiom? Warte mal. Können wir nicht über Locate das machen? Locate. Na, was jetzt? Ach so, warte, ich kann ja hier Tab machen. Menschen, Mannschaft, Monument. Können wir Monument machen? Weiß ja nicht, ob da Igloo ist. Gehe ich mal zu TP 60 024 120 60 648. Vielleicht ist es ja ein Igloo. Ach so, Monuments sind diese Tempel. Ach so. Ja, toll. Ah, da ist noch hier Dingens. Was kann man noch locaten? Stronghold, Temple, Village. Tempel vielleicht. TP 59 528 120 und 60 648. Lol, genau auf derselben. Ja gut, wahrscheinlich werden da einfach die Chunks angezeigt und deswegen ist das dieselbe. Ah, hier ist dann nämlich so ein Dingens hier. So ein Hexenhäuschen, das zählt auch als Tempel. Da ist sogar eine Hexe drin. Habe ich noch nie gesehen, meistens sind die immer leer. Naja, dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Heute wieder nichts geschafft. Ist auf jeden Fall geil. Mal sehen, vielleicht finden wir von hier aus irgendwas. Muss ich mal gucken. Ja, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Tschüss.